Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Ihr seht, ich bin ziemlich genau da, wo ich in der letzten Folge schon angefangen habe. Und ich will jetzt, nachdem ich schon drei Möglichkeiten ausprobiert habe, wo das Ganze hin sinnvoll hinführen könnte, jetzt nochmal den Weg zurückgehen, den ich gekommen bin, in der Hoffnung, dass ich da vielleicht etwas finde, das ich übersehen habe. Also immer schön schauen, ob es Richtung Berg rüber vielleicht irgendwo noch einen Eingang gibt oder eine Höhle oder sowas, eben wie die Mine, wo ich jetzt zuletzt drin war. Wo man da durchkommen kann. Das heißt, ich muss ja jetzt auch hier lang. Sind wir schon wieder an der Wacht? Moment mal, gib mir mal die Karte. Ah, wieso ist das gerade so neblig? Ich frage mich ja überhaupt, wie man dahin hochkommt. Das ist ja ein Riesengebiet hier, wo bebaut ist. Gibt es denn von hier aus noch einen Weg woanders hin? Da unten führt ein Weg lang. Dann werde ich mal da unten schauen. Überall Spuren der Verwüstung, die wir hinterlassen haben. Tote. Ich sollte trotzdem weiter Ausschau halten, ob hier vielleicht noch was ist. Mann, ist das riesig hier. War ich da schon drin? Ich war da schon drin, oder? Ja, da war ich schon drin. Da liegt noch ein Buch. Schlechter von Arkbu, das ich übersehen hatte. Dann war es das damit aber auch schon wieder. Auch da kein Weg. Ja, hier geht der Weg ab. Aber nur ein Weg. Geht doch sicher da unten noch irgendwo lang. Naja, das scheint mir nur der Weg hier rauf zu sein. Und da gibt es nichts mehr, nur noch Eis. Okay. So, jetzt trotzdem mal erst noch in die andere Richtung schauen. Wo ist denn das Mammut? Okay. Halt, ändere als Zeichen. Wieso ist das gerade hier? Will mich das auf irgendwas aufmerksam machen? Okay, also, weiter da hoch. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. Ich meine, dieser Bogen steht vielleicht auch nicht ganz umsonst da. Da. Das scheint mir ein Eingang zu irgendwas zu sein. Ich
gehe ins Schleichen über, weil solche Orte ja fast nie unbewacht sind. Nordgrab, also eigentlich nur ein Grab, wie es ausschaut. Ja, ich sehe schon. Was? Also manchmal ist die Steuerung schon sehr hakelig. Ah, ja, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Sucht mich, ihr findet mich nicht. So, gleich ist die Musik wieder aus und ich kann mir den nächsten vornehmen. Renn ich weg? Bin so ein bisschen aufgescheucht. Nicht gut. Sind ein bisschen zu viele, um sie einfach so. Zeig mal her. Renn nicht weg. Ich. Die scheinen sich da nicht rauszutrauen. Das ist interessant. Oh, Stufenaufstieg. Ich wollte ja mal Ausdauer wieder verstärken. Fürst der Verlorenen. Von dir hatte ich doch schon mal einen. Nach der Herr. Was? Moment, du bist mir zu kräftig. Das machen wir anders. Wo war denn die so superstarke? Halt. Okay, Problem gelöst. Trotzdem habe ich mir ein bisschen ein paar Schrammen geholt und muss erstmal was essen. Nein, vier Hauerfleisch mag ich jetzt nicht, danke. Irgendwas Interessantes? Fürst der Verlorenen, ja, der hat ein bisschen was dabei. Breischer Schutz, Schild des Magierschutzes. Ring des Schattens. Meine Eterna-Pfeile. Und ein uninteressantes Schwert. Eterna-Dolch des Arkanzorns. Das ist interessant. Kommt auf 45 Schaden. Ist doch nicht, wäre nicht gerade wenig. Noch jemand da? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ein Frostelementar? Habt ihr den gekillt? Das kann ich mich nicht erinnern, dass ich den mal angefasst hätte. Lehrersaal? Ja, da irgendwoher müssten die ja kommen. Großer Seelenstein gefüllt. Na, sehr schön. Und eine Rolle der Wasseratmung, die kann man immer mal brauchen. Aber kein Durchgang irgendwo hin. Geht's hier überhaupt weiter? Ja, da ist ein normaler Weg. Sehr schön. Was für ein Mistblätter hier. Bogen. Bogen.
Oh, hallo. Ihr wart aber nahe. Ich kann mich ja kaum bewegen. Das war peinlich, ja. Peinlich, peinlich, peinlich. Habt ihr ein bisschen Fleisch dabei? Nee. Ah, sehr schön. Du hast. Du bist mir nur zwei Pfeile zurück, sind aber auch nicht unwillkommen. So, jetzt Moment, zurück zum Bogen. Den müssen wir mal wieder aufladen. Wir haben gerade einen schönen Seelenstein bekommen. Jetzt erschrecke ich schon vor. Noch so ein Mammut? Ein Vierhauer? Na, ich werde doch da wohl hochkommen. Okay, dann von hier aus dürfte ich eine gute Schussposition haben. Oh, warte mal. Wenn ich mich hier so schön vorbereiten kann, dann kann ich das auch so machen. Gut. Das majestätische Wesen hat sich ausgemajestätischt. Ich schätze, wenn ich von dem jetzt das Elfenbein mitnehme und das Fleisch, dann bleibt nicht viel Platz so langsam. Bin ich jetzt? Fast schon hier oben? Ne, komm, das kann es also nicht sein. Hey, wie bewegt man die Karte? Ich gehe noch bis hier hin. Oder bis ich irgendeine Dings entdecke. Oh ne, das bringt es ja auch nicht wirklich. Schaue ich erst da oben überhaupt vorbei. Aber jetzt habe ich ja so langsam gar nicht mal mehr genügend Platz. Oh, hallo. Eisbär, ich glaube, du bist. Nee, warte mal. Nee, das war er nicht.
Gut, Eisbärenproblem gelöst. Danke, Herr Obeyer. Was ich hier alles essen muss. Kürbis. Ich glaube, die drei Kürbisse esse ich gerade mal. Was ist da? Da ist Licht. Licht ist nicht gut. Licht heißt immer irgendeine Bedrohung. Da hinten im Wald sehe ich was rumfliegen, schleuchen. Schön, wenn ich hier einfach mal jemanden gefunden hätte, den ich nach dem Weg fragen könnte. Aber ich gehe jede Wette ein, wenn ich jetzt hier mal einen Pfeil wahllos irgendwo hinschieße, am besten ins Feuer. Ja, Leute, ich wollte euch nur auf mich aufmerksam machen. Mal kurz hier. Ha? Keine Chance. Entdeckt? Entdeckt ist gut. Nordwindlager. Ihr seid also tatsächlich nicht aggressiv, dann kann ich ja mal nach dem Weg fragen. Ich hätte gedacht, derzeit noch andere auf den Straßen zu treffen. Ihr seid doch sicher viel rumgekommen. Habt ihr irgendwas gehört, was für einen Abenteurer nützlich sein könnte? Wie den Eingang zum Sternlingsschiff? Puh, das kommt ganz drauf an, was ihr als interessant empfindet. Ich war vor einer Weile mal in Dünenheim und habe dort einen arasialischen Söldner getroffen. So ein von der Sorte Weltenbummler, ihr wisst schon. Jedenfalls haben ihn ein paar besoffene Matrosen dumm angemacht und es auf den Kampf angelegt. Ich sag's euch, das war ein Spektakel. Der Arasialer trug zwar Platte, aber hat mit zwei Säbeln gekämpft. Es hat keine 30 Sekunden gedauert, da waren die Pappnasen am Boden. Habt ihr vielleicht zum Tauschen, oder? Ja, klar, kann schon sein. Zeigt mal her, was ihr habt. Oder sagt, was ihr braucht. Ich zeig euch gern, was ich habe. Ich habe nämlich viel zu viel. Wie viel Geld? Oh, ihr habt richtig viel Geld. Dies ist hervorragend. Ich muss nämlich mal ein paar Sachen loswerden. Wie diesen alten Runenstreitkolben. Diese alte Silberstreitaxt. Die alte Silberschlachtaxt. Das Silberstahlschwert. Den Silberstahlbogen. Und diesen wunderbaren Dolch. Bin ja fast versucht, den zu behalten, um mal ein paar andere Arten von Angriffen auszuführen. Der wiegt ja auch nicht viel, nur 4. Okay, dann nehmen wir noch so die anderen Sachen. Hier ein Set-Gegenstand, eine edle Bildmagierrobe. Ja, ich finde es toll, dass ihr das alles braucht. Drei davon. Skarak-Handschuhe, Skarak-Helm. Und hey, ein richtig schönes Sternenschild. Okay, braucht ihr vielleicht auch noch so den ein oder anderen Trank oder noch besser? Ein bisschen Erz? Das behalte ich lieber, das brauche ich vielleicht noch. Eisenerz nicht, das kriegt man überall. Ja, guck mal an, von dem Zeug brauche ich fast alles selbst. Okay, dann schauen wir mal, was ich noch so habe. Bücher? Braucht ihr Bücher? Viele schöne Bücher. Denn alles, das ich behalten will, Lebensabsorption, magischer Schild. Segen des Lebens erhöht eure Lebensenergie. Aha. Wohltat. Nein, kann ich euch alles geben. Normalerweise lerne ich sie zwar immer alle. Ah, jetzt hat er kein Geld mehr. Okay. So, ich danke euch. Schreitet wohl. Ich hätte vielleicht mal doch. Fast zum Gruß. Ich schau nochmal, ob ihr was zum Tauschen habt. Zum Tauschen? Na klar, kann schon sein. Zeigt mal her, was ihr habt. ihr habt nur das Zeug, was ich jetzt zu euch gegeben habe. Okay, das ist nicht allzu viel.
Wegesträumfall, 300 Stück. Zu je 3. Die bieten 12. Und meine Pfeile. Davon habe ich nur noch 40. Weißt du was? Verkauf mir die mal. Dann kann ich dir auch noch ein bisschen was verkaufen. So nennt man das ja auch mit Tauschen. Teleport nach A, Teleport nach Nordwindlager. Perfekt. Meisterbücher und Zeug habe ich jetzt erstmal genügend. Aber ich kann euch eben noch ein paar Bücher verkaufen. Ha. Da hat ja sogar noch ein bisschen was Platz. Das Buch wollte ich nicht verkaufen. Ja, jetzt ist es zu spät. Vielleicht noch einen schönen Trank. Was könnte ich euch denn verkaufen? Hier so ein einfaches Lähmungsgift. Okay, das muss reichen. Jetzt ist aber gut. Schreitet wohl. Ich schreite. Was hat denn dein Kollege zu erzählen? Moment. Selbe? Das kommt ganz. Ja, so dasselbe. Danke. Eine Sorte Weltenbummler, ihr wisst schon. Jedenfalls haben ihn ein paar besoffene Matrosen dumm angemacht und es auf den Kampf angelegt. Ich sag's euch, das war ein Spektakel. So ein alter Kauz im Roten Ochsen hat mir mal erzählt, dass es angeblich einen Brunnen im alten Nordwinddorf gibt, der spricht. Nordwinddorf? Weißt du schon mal? Nein. Ich habe keine Lust, als Wolfsfutter zu enden und konnte deshalb noch nicht nachsehen, ob was dran ist. Aber vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Ja, ich schau mal, danke. Passt auf euch auf. Mach ich gerne. Hey, guck mal, was hier ist. So, ich habe extra zwei Spitzhacken. Jetzt habe ich dann wirklich so langsam nichts mehr, was ich noch rausschmeißen könnte. Hätte ich den jetzt nicht aufgeladen, hätte ich den rauswerfen können. Selber schuld. So, den normalen, allgemeinen Seelenstein brauche ich nicht mehr. Ja, Amethyst. Ah ja, und der, genau, die ganzen Dings hier. Corundum-Erz. Einzelteile, Eisbärenpelz, Elfenbein. Elfenbein? Meintest du die vier Hauerdinger? Okay, ja, bitte alle. Auch das leuchtende Thorium-Erz, Malachit-Bar, Malachit-Erz, leere Seelensteine, Nägel-Quecksilber-Erz, Schatten-Erz. Brauchen wir alles nicht mehr. Und Wolfsfell. Ach, das hat schon einiges gewogen. Ich glaube, Kleidungsstücke, das raus. Das andere könnte ich vielleicht noch brauchen. Ja, die Tränke behalte ich mal dabei. Rolle Rückkehr. Rückkehr wohin? Ah, ich glaube, das hat was damit zu tun, wenn man Magie ausübt. Das heißt, diese Rolle brauche ich nicht, weil mir das Gegenstück dazu fehlt. Also da, wo man definiert, wohin man im Falle der Auslösung zurückkehren würde. Und ich glaube, dann habe ich alles, oder? Hm. Sehr schön. Und bevor ich jetzt noch weiter hochgehe. Oh, da ist noch der Pferd. Ich hätte nicht gedacht, noch andere auf den Straßen zu treffen. Ja. Das habe ich aber nicht für euch jetzt zufällig erledigt, oder? Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich da weiter hochrenne und wieder was ganz anderes mache, als das Sternenschiff zu finden. Ich sage erstmal Tschüss und bis bald. Bis morgen.